drauf geschissen. Okay. Hallo. Wir sind wieder online. Das Internetkabel wieder reingesteckt. Weißt du das hier? Kann man das nicht sagen? Der spielt doch gar nicht. Wir sind wieder online. Doch. Wir sind wieder online hier beim FIFA Presse. Ich muss mal gucken. Qualifying FIFA Pressepokal 2017. Wie du immer lesen musst. Ja, das ist das denn für ein dummer Name? Hashtag der müsste vielleicht Tracks oder so heißen. Dann hätte ich mir das noch merken können. Herzlich willkommen bei Tracks. Spiel übrigens natürlich mit dem Schweini. Gruppe A spielt jetzt Lazi gegen Donny. Und ich müsste anmerken, dass Donny mit Schweini spielt. Donny mit Schweini gegen Lazi. Und in Gruppe B Marco gegen Timo mit Dortmund gegen, keine Ahnung, irgendein Marco-Verein halt. Ne? Also quasi I gegen O. Dieser Ronaldo, der ist ganz gut, der bekürzt. Muss ich da auf den aufpassen, wenn du mit dem Ronaldo spielst? Weil der Ronaldo ist ein starker Spieler. Oh, ja. Ist der stark? Und er ist dann hau ihn noch wegknallen! Okay, wollen wir dann anfangen? Auf ja, okay. Marco, wir wollen anfangen. Ihr macht ja einfach schon los. Hey, gemeinsame Verteidigung. Bin ja hier, machen die ja gar nichts. Du bist eigentlich nie mit dir zusammen. Wieso nicht? Oder einfach keiner. Du bist ja keiner. Keiner. Na gut, dann spielen wir jetzt. Jetzt los. Ich wollte gerade sagen, oder wenn wir ein Mikro weniger gehabt hätten, das wäre auch schon gut. Das hätte diesem Format ganz getan. Wenn wir es einfach, Paul, kannst du einfach mal das Mikro da runterziehen in der Regie, das von Marco, und ihm nichts sagen. Okay, cool. Okay, nice. Ja, was haben wir denn da? Real? Manchester gegen Real Madrid. Lazi ist Real. Der ist wieder abgefallen, mein Controller. Donny hat jetzt natürlich schon ein bisschen, ist schon ein bisschen drin. Ich muss es gleich mal richten hier, wenn mein Controller. Hat sich eben ehrlich gesagt nicht so gut geschlagen. Ich habe euer Spiel nicht verfolgen können. Ja. War nicht so gut eigentlich? Du warst überlegen eigentlich, ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Sehr. Mhm. Weit vorm Tor schlecht, muss man ehrlich sagen. Aber du hast eigentlich eine gute Mannschaft gehabt. Ich spiele auch gerne mit Bayern, muss ich zugeben. Ja. Bayern, das riech ich doch, das riech ich doch, das riech ich doch vorher. Ja, ich mach Kilometer auch ein Spiel von denen. Mir tut's nur in meinem Herzen weh, dass ich nie Müller aufstelle. Ich muss jetzt eigentlich mal das scheiß Ding noch machen, nee, das Ding ist, weil man braucht den im Spiel irgendwie nicht. Ja. Deshalb weißt du, dass der kann auf dem Feld. Der kann den Ball auf dem Überspiel noch nicht abbilden. Ja, gut, das stimmt. Der ist halt nicht schnell, der ist technisch stark, das sind die Sachen, die man braucht. So, jetzt haben wir das andere Spiel gerade. Chelsea gegen BVB. Marco, kann ich jetzt schwer einschätzen. Timo hat ja eben schon gespielt. Der Marco behauptet halt, er wäre mega gut. Das ist, nie gesagt. Er hat halt oft auch das Gegenteil schon bewiesen, muss man sagen. Er sagt, also er sagt ja auch, er kann gut YouTube-Videos hochladen. Ja. Und wir gucken, müssen wir nur jetzt mal auf den Kanal gucken. Richtig. Da muss man nur jetzt mal gucken, irgendwie. Ob das bei hier, keine Ahnung, Jedi Knight... Ob der erste Teil von eben schon hochgeladen ist. Scheinbar ja, nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ob beim Jedi Knight Let's Play nicht wieder alle Reihenfolgen falsch sind. Ja, das passiert auch. Urlaub, ja. Da ist Donny ein bisschen immer sauer, leider. Aber auch zu Recht. Ja, verstehe ich auch. Urlaub. Ja, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich hier schon ab und zu mal irgendwie von misslungenen Tinder-Dates wieder ins Haus gekommen bin. Ihr gerade in eurer Einsamkeit ein bisschen FIFA gespielt habt und du irgendwie 6-0 geführt hast. Ja, das war geil. Und Marco, Marco die ganze Zeit auch nur... Wo kann man auch klären? Weil er erzählt hat, dass er einen Controller falsch hatte oder so. Also dein L1, nee, L2 ist das, ne, Marco? Ja. Aber das es ist spannend, noch nichts passiert hier jetzt gerade. Nee. Oh, jetzt mal. Chelsea mit Michael Ballack durch. Alter. Was ist echt Michael Ballack? Von da zu schießen. Ja. Ja, ne? War das geil. Wie geil war der denn bitte? Oh, fuck! Oh, geil, der war Manchester. Der war schon nicht schlecht. Rooney! Der will immer... Gehen wir rüber jetzt! Hallo! Rüber zu Club Manchester! Schnell! Da ist die Bude! Nein, 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 ich warte. Ich warte. Ich warte. Mourinho freut sich. Ja, egal. Nee, nee, das war nur im Inge. Das war nur im Inge. Manchester hat gerade Donny. Ja, Timo ist der Chef der Regie, da muss man erstmal darauf schalten. Das ist ja wichtig. Ja, also wir können das ja einfach kurz beschreiben. Ich hab's nicht angeguckt. Ich hab's oh Mann, ey, das ist doch in der Zeitung. Es gab eine Flanke zum langen Pfosten und Rooney hat das Ding volley kurze Ecke reingenagelt. Das war ganz hübsch. Oh, fick mich. Ja, das konnten wir natürlich nicht sehen. Ja, aber hier ist immer noch das langweilige Spiel. Ah, nee, jetzt sind wir darüber. Jetzt sind wir da. Ein bisschen zu spät, Alter, aber... Aber vielleicht kannst du mal duplizieren, vielleicht, das wäre gut. Nee. Ja, Lars natürlich jetzt unter Druck. Er muss dieses Spiel eigentlich gewinnen.
wenn es nicht zum Finale kommen soll, gegen Florian. Der daneben sitzt gerade. Hallo. Was, Lars sieht jetzt aus wie ein leichter Gegner, oder? Naja, wenn Dottie das Ding ist ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erklärt haben, ne, wie überhaupt unser Modus ist. Das hat Marco vorhin sehr, sehr kompliziert für mich persönlich erklärt, als die damals nicht an waren. Ja, die Hände, kann man da mal pfeifen? Wir spielen einfach die ersten Hände benutzt dafür. Die ersten zwei aus der Gruppe kommen weiter und dann spielen wir Halbfinale und Finale. Das heißt, ich muss nur einen hinter mir lassen. Das heißt, es ist eigentlich für mich ja ganz gut, wenn Donny das jetzt auch noch gewinnt. Weil das zweite muss ich so oder so gewinnen. Wenn ich beide verliere, ist eh Quatsch. Ja. Und wenn ich dann das zweite gewinne, bin ich weiter. Wenn Lars allerdings gewinnt, dann wird das so eine ganz komplizierte Tor-Konstellation. Ja, aber Marco und so. Recken ist ja aus, hat er gesagt die ganze Zeit. Genau. Ich bin auch gespannt, bei Unentschieden. Ich hatte auf jeden Fall schon ein Auswärtstor geschossen, eben. Oh ja. Die zählen ja auch doppelt. Die zählen einfach gar nicht in Marcos Rechnung. Ja. Das zählen nur Heimtore. Es sind, guck mal, zwei Spiele für jeden. Da wird man sich wohl ein oder andere Mal was merken können. Bei Marco versteht halt auch keine Gags, ne? Das ist halt auch so das Problem. Weißt du, Bei Marco war das früher so, ne? In seiner Jugend waren sogar die Heimtore geschlossen. Da habe ich ein bisschen hier falsch spekuliert. Schau mal, da richtig, das war auch richtig spekuliert. Scheißerle, ey. Nein, Quatsch, Markus, aber die Kerl. Jungs müssen in die Kabine. Die Jungs müssen in die Kabine. Die müssen in die Kabine. Oh. Die sind müde. Bei Lars muss man natürlich sagen, mit Real hat man mit Giano natürlich immer einen X-Faktor. Ist halt immer, Giano ist halt echt ein. Der kann immer da einfach mal durchrasieren alleine, ne? Ja, Bale ja auch. Ja, stimmt. Da hat man natürlich die krasseste Flügelzange, glaube ich, im Spiel. Ich finde die eigentlich noch krasser als Messi und Neymar, weil die sind einfach breite, brutal schnell. Oh, spekuliert Larsinho. Spekulatius ist der gerne an Weihnachten, habe ich gehört. So, bald erste Halbzeit durch. Lars, aber jetzt würde ich drücken unterlegen. Er hat eben einen Pfostenschuss gehabt, als wir Marco-Gags gemacht haben. Ach so, weil ich im Augenwinkel noch also immer. Schade. Guck mal, hat Marco echt schon wieder gestört eigentlich. Kann man sagen. Stört sogar die Kommentatoren, wenn er nicht kommentiert. Ja. Oh, gleichzeitig. Oh, Halbzeit. Nee, doch nicht. Noch lang nicht. Nee, Chelsea. Nee, da läuft das Spiel. Achso, ja, das ist doch länger, oder nicht? Das ist doch wirklich länger da. Und da ist das Tor. Das wäre schon ein Wettbewerbsvorteil. Das ist viel länger bei uns. Eine Halbzeit, ja, deswegen zählt es nicht. Ihr habt, glaube ich, ein klein bisschen früher angefangen. Nee, dann aber es war fast schon. 7 Spielminuten? Ja, aber ich glaube auch, dass es unterschiedliche Halbzeitlängen sind. Ja, das dürfte aber gar nicht. Guck mal, es gibt noch 4 oder 6. Da war nochmal der Fenster immer so ein bisschen von. Dann hatten sie ja ein bisschen höher. Das Gefühl manchmal. Ich würde sagen, dann steht das Tor nicht, weil es ja schon vorbei ist eigentlich die Halbzeit. Das ist richtig. Aber man hört den Song gar nicht. Bei Chelsea Dortmund. Es sei denn, Timo trifft jetzt mega. Auf und steht 1-0 für das Dortmund. Stimmt, das Marco-Lied. Ja. Ja. Das ergibt natürlich nur Sinn. Quatsch, das ist ja gar nicht der Song. Das ist ja Koeffizient. Das ist ja FIFA-Pausensong. Der Zeitkoeffizient wird ja dann wieder aufgehoben. Durch die doppelte Umkehr des Maximus-Schwungs. Ah, lack dich doch. Ja, sicher. Da ist ja aber doch jetzt mal langsam eine Karte. Zeigen wir die auch parallel? Ja, oder? Oder einzeln? Das ist Ewigkeiten länger. Das hat Marco sich überlegt. Also wahrscheinlich gibt es keine kluge Lösung. Nee, schade. Oh, leck den Arsch an. Oh, jetzt komm schon. Hä? Er fängt schon wieder so an. Oh, 2-0 für Chelsea jetzt. Oh. Marco freut sich sehr ekelhaft. Das ist das musst du mir doch nicht sagen. Ganz edel. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Ich hätte es noch laufen lassen können. Hier werde ich per Twitter direkt gefragt, was ich als Bayern-Fan habe. Wir haben noch 10 Minuten eingestellt. Hat man als Bayern-Fan gleich mal nach. Das kann ja nicht sein. Das hält meine Kondition nicht aus. Die Zweiter sind wahrscheinlich. Ja, das ist ja egal. Oh, eine Ecke. Komm, jetzt so ein Lackding. Aber ich will den User mal fragen, was er das ärgert mir auch wirklich so. Markus' Meinung ist. Seine Meinung zu Marco. Ja, das kann er jetzt mal schreiben. Mike Dingens, kannst du mal schreiben, was deine Meinung zu Marco ist? Einfach so im Allgemeinen, als HSV-Fan. Was ist das denn? Ja, das ist schon auf der Verzerrung. Ja, jetzt pfeift er ab, weißt du? Ist das schon Mobbing hier, was wir eigentlich machen? Nein, oder? Das ist öffentliches. Ja.
Ist es so, können wir noch mal gucken, Public Shaming? Ja, das guckt mal gleich mal nach. Wenn die Leute wirklich was gemacht haben. Okay, er hat auch die gleichen Sachen eben gesagt, glaube ich. So. Es geht weiter. Halbzeit ist jetzt. Oh. Seid ihr soweit? Guckst du mal. Halbzeit, da holst du wahrscheinlich ein isotonisches Getränk. Du kannst ja nur vorm Spiel gucken. Stopp, Pause! Was denn? Er holt sich jemand ein Getränk. Ja, kann er ja. Es geht gleich weiter. Spielstopp. Achso, okay. So. Müssen wir kurz. Hast du's? Ich hab's. So, jetzt geht er, läuft er noch einmal davor. Aha. Und los geht's wieder! Ja, auf geht's. Wir haben auch ein bisschen mega dumm können. Warum haben die denn noch nicht gehört? Ich wollte gerade sagen, das Schöne ist halt, dass sie auf dich gehört. Das ist ein Wundergag wieder. Oh Gott, er hat Stopp gesagt. War ich gleich nochmal einfach zwischendurch. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Komplett sinnlos. Und dann du bist ja nicht mal vor den Fernsehen vorgelaufen. Dann stellen wir denen einfach mal so eine Flasche Uso hin oder so. Was war das denn für eine Kacke? Fast das Tor hier von Real Manchester. Oh nee. Für Käse. Lars, mach ich auch mal den kurzen Pfosten, den alle machen hier, ne? Mhm. Ecke kommt aber nicht. Ja, hat aber gleich nochmal die Chance. Der O'Sullivan. Und O'Sullivan hier mit der Ecke. Kopfball Ibra. Aber easy. Mit dem Dutt angenommen. Easy Beute und da so, gleich Ecke für Dortmund. Raus da unten. Oh, was der denn? Ein Satz, den ich auch schon oft gesagt habe. Oder sie. Komm raus da unten. Ja. Ich muss ihn nochmal wiederholen, falls er gemütet war. Da unten. Ja, nur auf Deutsch. Ein Satz, den sie schon oft gesagt hat. Was ist das denn? Der soll nicht noch nach vorne. Oh, was machst du denn für eine geile Sache? Ich muss eigentlich, gleich darf ich nur nicht 2-0 darf ich nicht verlieren. Ich merke Stand wirklich, ich spiele so, also ich rede so wie auf der Couch Marco. Zu Hause. Mhm. Und ich hasse du kannst dich eigentlich gleich komplett hinten reinstellen. Genau, das ist doch mein Plan. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Den zweiten Platz zu sichern und dann nachher. Ja, ich habe doch noch nicht mal gewonnen, über Gunnar. Über die Psyche kommen. Über die Psyche kommen. Auch das muss ich oft. Über die Optik komme ich selten. Nee. Alter. Was ist das hier für Ausmaße an mir? Ich glaube, der Flo hat einen schönen Schwanz. Was ist denn hier plötzlich? Es geht wirklich hier eigentlich um Fußball. Ne? Vor allen Dingen ist jetzt das Schlimme, das könnte jetzt so ein Satz sein, den sagt man einfach mal so on air als Gag, aber ja. Das hat Donny auch Samstag in einer ganz, ganz privaten Situation einfach mal hat so er? Gesagt. Ja, das war ja halbberuflich. Halb steif. Das ist aber schön, das ist nett. Habe ich dir abgefangen, mein Freund Lars, und jetzt guck dir den Ibra an. Nett. Guck dir die dreckige Ibra an. Stimmen würde. Was ist auf dem Geburtstag von Andreas? Hallo! Hä? Auf dem Geburtstag von Andreas? Und danach. Ah, okay. Da waren wir noch bei Flo. Ach komm. Oh, was ist das denn? So, ein Lars Pausen will natürlich. Ist gerade ein bisschen gekrampfe. Oh, da sieht es spannender aus. Nee. Die Lupfflanke. Lupfen. Jetzt kommt. Ach nee, ich gucke auf den anderen falschen Bildschirm. Ja, guckst du auf den falschen. Ich bin schon bei Lars. Aber Chelsea ist wieder am Drücker. Oh, das ist natürlich. Nicht dein Ernst, ey! Das 30 macht er schon zweimal, habe ich den Ball eigentlich schon. Ich habe schon zweimal den Ball. Ja, das dreckige Lachen von Marco verrät, er hat ein Tor geschossen. Ja. Ja, ja. Wie, Moment, das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe einfach noch keins gemacht. Das liegt daran bei mir. Du hast deins auch bekommen, nur das war halt ein bisschen leise. So, jetzt vielleicht. Flache Flanke bei doch. FIFA? Doch, du hast mich gedrückt. Hab ich gemacht, doch. Aber ich habe zweimal gedrückt bei Buivus, zweimal flach. Egal. Der wurde doch geblockt, deswegen hast du noch eine Ecke. Ach komm. Ran. Ja, schon, aber der war trotzdem nicht flach gespielt. So, jetzt nochmal eine Ecke. Mkhitaryan. Ist bis jetzt noch nicht viel bei rumgekommen, ne? Bei Ecken. Hey, Ecken sind irgendwie wieder. So ein bisschen schwierig, finde ich. Also irgendwie, ist ein bisschen Glückssache, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich keine Glückssache. Ein Fachmann wie Marco weiß ja, sowas. Ja, da weiß man natürlich als Fachmann, da muss man L2 drücken bei der Ecke. So, langsam muss Lars aufmachen, denn er müsste eigentlich mal hier den Ausgleich schaffen. Vielleicht stellt er mal seine Taktik ein bisschen um. Habe ich schon ein bisschen. Hat er schon umgestellt.
Oder einfach laufen, einfach mit Bale laufen. Lauf, als wärst du noch nie gelaufen. Jetzt Gerris, Gerris! Und er ist immer noch dran, aber ja, das ist, halt ist natürlich das. Einfach aber stark verteilt. Am Ende seiner Kräfte nach so einem schwarzen Rempler. Das sieht auch Lars ehrlich gesagt kein Land. Der haut mich doch um! Und da hat er ihn eigentlich umgehauen. Oh, da kann er ihn nochmal nehmen. Oh, heieiei, da habe ich ja schon im Bügel gesehen. Knappe Kiste. Courtois haut den Ball jetzt nach vorne. Der will ja auch noch so 2 Jahre spielen. Und dann eventuell Trainer werden. Zu Bremen. In China oder in den USA. Wovon jetzt, ne? Oh, knapp war das. Ich wusste halt nur nicht, dass er jetzt bei Chelsea spielt. Das ist nicht. War natürlich nur ein kleiner Scherz für die Leute, die Buffon kennen. Buffon? Buffon. In seinem anderen Leben ist er ein Bett. Sam, ich hab mein, hast du dein Handy bei dir? Ja, klar. Willst du mal kurz ein Foto davon machen, wie engagiert Kamerafrau Bell hier dem Geschehen folgt? Mach das mal. Die hört Podcasts oder so. Oh, Iba macht's alleine, Iba macht's alleine, er macht's alleine, er macht's so geil, er macht's so geil. Super. Wieso macht ihr den nicht mit R2? Ich drück R2, was ist das denn für ein kontrollierter Schuss bei fucking FIFA? Hör auf abzuschieren! Hör auf wieder abzuschieren! Da ist es vorbei! Wieso macht er denn nicht Schluss? Mit R2? Weiß ich nicht. Im Spiel zwischen Donny und Lars, das heißt. Lars. Das ist schon scheiße. Donny ist ja quasi schon weiter. Richtig. Wie habt ihr gespielt? 1-0? Ja. Zwischen Lars aber und. Ist er zwei nicht kontrollierter Schuss, dass er da mit dem Lars und mir. Ja, Lars und Florian heißt du. Die haben 1-0 gespielt jetzt? Ja, die haben auch 1-0 gespielt. Ist genau das gleiche Ergebnis wie zwischen Flo und Donny. Also wenn es jetzt aber nicht umstellen gleich. Wenn es zum Unentschieden kommt, geht es gleich in die Verlängerung und dann Elfmeterschießen, würde ich sagen. Also wir würden jetzt auch sagen, wir machen das jetzt so weiter und dann Halbfinale geht's dann. Gucken wir mal, dass wir genau. Der hat auch gegen Donny verloren. Ach, guck an, wo der hinspielt. Das ist doch nicht so schön. So, nix für mich. Schaff's das. Mach ich. Oh. Bisschen traurig, dass mein Tor gezeigt wurde. Jetzt wird's nachgezeigt. So, jetzt wird mein Tor gezeigt, aber dann jetzt nicht mehr, ja? Auch keinen Torjubel bekommen, Paul. Oh Mann, ey. Noch 3 Minuten. Weg mit der Scheiße. Vielleicht, ja, genau. Jetzt sollten wir vielleicht mal aufs spannende Spiel. Auf das, was noch zwischen läuft. Chelsea und BVB schalten, wo es 3-0 steht für Chelsea. Das heißt. Natürlich kann sich Belgien gleich drin. Komplett hinten reinstellen und nur 2-0 verlieren und sie sind weiter. Was für ein Arschloch. Das ist einfach nur, also bitte, Fußball ist richtig, Taktik. Ja, dann sicher. Aber Fußball ist nicht nur L2, Fußball ist auch Taktik schon. Und Nachdenken. Ja. Hätte Timo ja auch machen können, so. Sich hinten reinstellen. Patre Bass. Es hat nichts mit dem Fernseher zu tun, glaube ich. Oh, jetzt 3-1. Ja, schraubt doch mal so ein bisschen am Torverhältnis. Bauchi. Damit ist das Spiel im Torverhältnis kommt noch mal. Langsam, Leute. Oh, jetzt noch ein Second Day. Hey, Mann. Alles nach vorne. Weil die eine Minute länger eingestellt haben in der Spielzeit. Ja, höchstwahrscheinlich. Das kann nicht in der Latenz vom Fernseher liegen. Aber nicht eine Minute länger. Ich bin auch noch hinten rum, ey. Ich bin ein Idiot. Ja, wie soll denn das mit dem Controller dann machbar sein? Der schickt doch das gleiche Signal raus. Sind wir hoffentlich. Mann, ey. Ja, schade. Das Gegentor ärgert mich. 3-1, das kann auch meinen Arsch retten. Stimmt, das Gegentor kann deinen Arsch retten. Das Gegentor kann ihm den Arsch retten. Aber tatsächlich reicht dir ein 2-0 jetzt nicht mehr, genau. Weil Timo ja ein Auswärtstor hat. Ja, aber wir haben ja auch nicht vor, 2-0 zu verlieren. Ach, so. Wer spielt denn jetzt eigentlich? Gunnar jetzt gegen mich? Jetzt spielt Lars gegen Florian und ich gegen Marki. Ja. Marki so, Marc. Viel Spaß euch, ne? Ich bin nur wegen Spaß hier. Oh, ich auch, Gott. Nur wegen Spaß und Teilnahme. Ja. Hallo, darf ich teilnehmen weiterhin? Nein. Schade. Ja, noch einmal. Oh, jetzt ist hier ich wollte mein Wasser nehmen. In der Mixzone sehr viel los gerade. Ja, Interviews sind hier noch. Ich muss kurz Donny Marco, wie fandst du das jetzt? Und er immer noch. Okay, gefällt dir gut? Ich mach's für dich die ganze Zeit. Okay. Aber du musst reden, ne? Okay. Wir sind sehr gute Freunde. Ja, mach ich euch. Und das ist noch alles zu holen, oder was? Erlebt. Ja, also bei uns. Ich erinnere mich an eine Szene auf dem Hamburger Berg, aber die ist jetzt nicht hier, nicht spruchreif. Wie hast du die erste Mal gespielt, oder was? Achso, ja, du gerade gespielt.
Wobei, ich guck mal hier an die Social Media Abteilung. Ach, tatsächlich. Achtung, das ist echt clever, Gunnar. Dann ist wirklich so, wir haben exakt. Da spiel ich ja schon wieder zu Hause. Das gleiche Ergebnis. Ach, ja. Wollen wir die Plätze tauschen, dass wenn ich den Controller nehme? Nee, warum denn? Wenn ja, wir unentschieden spielen. Sonst spiel ich hier nochmal zu Hause. Obwohl, und warst du gerade auswärts? Nee, du so ja, 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 gerade heim. Nee, ich war auch auswärts. War beides mal auswärts. Den Spieler, der das ist natürlich. Ja, wir machen es einfach ohne Auswärtstore, Ficke. Ja, den kenne ich. Das heißt wirklich, wenn, Management wenn wir unentschieden spielen, können wir direkt verlängern und Elfmeter schießen. Ich bin cool so. Okay. Weil irgendwas oder? Geil, oder machen was? Wir so, ne? Wenn wir jetzt hier geht sofort Verlängerung. Hier geht sofort Verlängerung. Ja, ich spiele ja eben ein bisschen langsamer. Leiser. Ne? Ist doch langsamer bei euch da alles. Ich spiel nee, das ist doch schneller. Das genau, unser Spiel noch länger, deswegen könnt ihr einfach nachempfinden. Aber können wir nicht vielleicht einfach hier die Herzzahlen ein bisschen ändern? Oder kann man hier nicht sogar auch noch einstellen, dass wir einfach eine längere Halbzeit länger haben? So das ist alles hier berechnet. Ja, offensichtlich ist es aber nicht richtig eingestellt. Ja, wir können jetzt mal gleich, wirklich, geht mal gleich noch mal kurz in eure Spieleinstellung. Ja, wir gehen mal in die Spieleinstellung. 5 Minuten und ihr habt 6 Minuten. Wir haben 6 Minuten. Ja, ihr müsst 6 Minuten machen. Dann mach mal 6 Minuten bei euch rein einfach. Dann passt das. Aber guckt mal bei euch nach. Stimmt, guck mal nach. Mal nach. Guck dann nach. Ja, darauf steht's doch. Ja, darauf steht's halt. Und ja, das ist richtig scheiße. Das ist echt richtig scheiße. Gegen Donny Easy noch das Unentschieden rausgeholt. Ja, das haben halt hier die Leute hier gerade nicht beachtet. Richtig scheiße. Nein, lass euch. Ich will keine Schauarme haben die uns Zeit. Natürlich die Schau, dann mach halt, ja, dann machst du das Spiel. Da ist eine Minute länger. Eine Minute länger ist er, ey. Na, ich dachte, es liegt an der Latenz. Ja. Passt. Ja, alles nochmal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Abbruch. Der verschiebt sich wie die Wahnsinn, Gossig. Ja, gut. Das ist mir ganz egal. So, ich glaube, das wird ein fairer Wettbewerb! Du drückst mich. Ich hab schon alles gedrückt. Vor allem im weiteren Verlauf des Turniers hat die Mannschaft natürlich viel mehr Spielerfahrung. Ja, richtig. Unser Spiel ist abgestürzt. Ich habe noch nie gesehen, dass FIFA abstürzt. Ich auch nicht. Ne, Moment, unser Spiel ist abgestürzt. Ernsthaft? Und deswegen sollen wir jetzt auch nicht spielen, damit der Zuschauer gar keinen Spaß hat? Oder? Nein, da warst du die ganze Zeit auf 6 Minuten eingestellt. Komm, wir spielen jetzt einfach. Ja, das ist ganz egal, es hat doch eh keine Auswirkungen aufeinander. Genau. Oder komm, sitzt du hier. Bisschen blöd gelaufen. Muss man ja auf ein faires Spiel. Also die Grafik ist ja... Ungern gegen Bayern, aber okay. Ja, dann kannst du einfach verlieren. Na gut. Let's do this! Oh, ich drück immer, es ist ein PS. Projekt, ja, ja, ja. Das ist halt. Ja, bei uns ist Hinspiel exakt gleich und so, wenn wir unentschieden spielen, müssen wir Verlängerung machen. Oha, das ist ja die. Oh. Dann sitzt am Bell, sich Spannung ist nochmal aufs Seil. Nee, das gibt's nicht, das ist immer noch ganz stark. Oh, komm! Ich bin einfach unfähig, scheiß Tore zu schießen, oder was? Ja. Die Frage ist, müssen wir das überhaupt kommentieren? Also, ist man da wolltest du es hin haben, ja? Oder ist das einfach, Mann, ey, das ist schon die dritte glasklare Chance, die ich einfach versiebe. Gegen Flo ist so ein bisschen das Not gegen Elend der Runde. Ja. Das ist so ein bisschen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von der Leistung. Er wurde ein bisschen angepriesen als so ein starker Spieler. Habe jetzt nicht dominiert, oder im Aus einfach. Aber es kam wenig Gegenwehr. Oh, muss ich sagen, offensiv war da nicht alles rund und defensiv irgendwie auch nicht. Von daher, vielleicht hatte ich da auch das Momentum in dem Spiel. Aber ja, ich fand Flo ein bisschen einen Ticken stärker. Tor. Oh, nein, Mann! Verdammte und, Kacke! Genau in dem Moment, wo ich das sage, fällt natürlich das erste Tor. Flo nicht Flo. Ja, jetzt ist natürlich auch das liegt natürlich auch daran, dass ich jahrelange Moderationserfahrung habe und einfach auch weiß, wann ich den Leuten diesen Moment geben muss. Und wann man sich auch zurücknimmt. Ne? Aber war ein bisschen Druck in mir, ne? Dass ich einfach kein Tor schießen kann. Da wird noch aufgebaut. Also auch für alle Zuschauer gerade an den Rechnern zu Hause oder auch an den Bildschirmen. Jetzt gerade wird das andere Spiel aufgebaut. Es gab einen Absturz. Das heißt, wir können aber dann auch sehr, sehr gut das nächste Spiel verfolgen und müssen uns nicht so einen Stress geben mit Doppelbelastung. Da fällt auch schon das 1:1. Natürlich von Toni Kroos. Das ist natürlich der weiße Brasilianer, das weiß man. Und das weiß auch Lars-Erik Paulsen. Ein klassisches Toni Kroos-Tor, kann man sagen. Er ist ja für seine Kopfballstärke im Strafraum bekannt. Eine weirde Halbfade-Flanke mit dem Außenriss, ne? Alter. Es war schön. Aber Florian ist nicht so ganz begeistert von dem Tor. Meint irgendwie, das wäre ein bisschen unverdient gewesen. Wir sehen das unparteiisch anders. Das war eine schöne Flanke. Und Toni Kroos, das weiß man, ist ein Strafraumfuchs. Ja, das ist natürlich ein Kopfballgott. Der macht viele Kopfballtore. Können wir gerne mal rüberschalten jetzt? Aber das ja, vielleicht können wir erstmal rüberschalten. Auch in die auf die andere. Genau, jetzt geht das hier auch los. Marco, du hast es gut aus.
Timo, der alte Regiehase, hat natürlich jetzt mit dieser Ansage zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat damals einerseits getestet, sind wir zu hören. Und andererseits kann man natürlich jetzt auch das neue Spiel mal sehen. Ich könnte natürlich auch ein ganzes Spiel wie Ton und Taxis Marco, schauen Sie sich diese Chelsea-Mannschaft an. Das ist ein Mann, der hat Beine. Schauen Sie, Witzel ist natürlich ein Mann, der natürlich weiß, wie man die Flanken schlägt. Und das ist natürlich eine Flanke gewesen, wie sie nur der Gunnar, der Krupp Gunnar schlagen kann. Das bin ich nicht. Das ist Marco. Und Witzel spielt auch nicht bei Chelsea. Der spielt doch in beiden Mannschaften, oder nicht? Nee, der spielt nur bei Belgien. Das ist der okay, der ist bei Willian. St. Petersburg. Ah, Willian. Ja. Ach, warte mal, also, ach, das ist natürlich auch der andere Afrokopf. Jetzt stehen natürlich zwei Willians auf dem Platz gegen Belgien. Das ist natürlich auch sehr realistisch. Es ist aber ein Tor, nee, es ist eine große Chance passiert auf dem anderen Feld. Wollen wir da kurz reingucken? Oh, da muss man den fast reinmachen, aber es ist schon vorbei. So schnell kann man natürlich nicht scheiden. Wir sind nicht Sky, wir sind nicht im Ü-Wagen. Das ist natürlich, das sei uns verziehen. Es ist ein bisschen ein Durcheinander. Aber der FC, ja. Anderes Spiel. Sind wir schon wieder beim anderen Spiel? Jawohl, genau. Ja, muss man natürlich jetzt sich erstmal, wir müssen erstmal uns akklimatisieren. Wie läuft das hier ab? Das war natürlich De Bruyne. Der natürlich seine Karriere, kann man sagen, bei Werder Bremen angefangen hat. Groß geworden ist dort dann. Ein Jahr gespielt da. Naja, aber da hat er sich natürlich einen Namen gemacht. Wolfsburg war eine gute Zeit, jetzt natürlich bei Chelsea, bei Man City. Absoluter Weltstar. Oh, ja, ja. Da macht er es jetzt, glaube ich, auch. Ja, macht er, oder? Nee. Alter, der Gunnar hier, ey. Macht er hier einen auf Raufschießen aufs Tor, oder was? Ja, also vielleicht auch nochmal, vielleicht eventuell für den einen oder anderen Zuschauer interessant, den Vergleich nochmal zu ziehen zwischen Pro Evolution Soccer und FIFA, weil das natürlich auch eine Diskussion ist, die natürlich viele Leute führen. Klar, FIFA ist das, oh, aber jetzt bin ich mal kurz ruhig, jetzt gucken wir mal, ob er es zu Ende bringen kann. Ja, macht er, ja, ganz sicher. Klar. Macht er ganz klar. Der eine oder andere würde jetzt sagen, das war ein bisschen lame gemacht, also... Ich persönlich jetzt wenn das Pro Evolution Soccer gewesen wäre, hätte den mit R2 mit Innenseite in die Seite geschoben. Das geht aber nicht mehr so gut. Ja, und Marco ist einer, ja, der ist so alleine vom Tor und schießt mittig halt voll spannend drauf. Das ist natürlich in meiner Meinung nach nicht so ganz so schön. Hast du den flach gespielt extra? Naja, das ist die neue Funktion. Das ist das Ding, ja. Doppelschießen. Dann wird er flach geschossen. Ach so, weil bei Pro Evo war immer das Ding, das haben sie jetzt auch beim Neuen ein bisschen runtergeschalten, weil es zu einfach war, quasi im 1 gegen 1 gegen Torwart ein Tor zu machen. Wenn man mit R2, also quasi gezielt ins Eck gemacht hat, war der eigentlich immer drin. Ja, das haben sie jetzt auch ein bisschen, das ist auch die Stärke. Ich möchte ja nicht nur jetzt die ganze Zeit nur Pro Evo Werbung machen, aber das finde ich recht stark. Nicht gesprochen. Die nehmen dann auch sowas raus. Also wenn die merken, da wird zu einfach Tore gemacht, und jetzt ist es auch ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Aber ja, gut, das sah jetzt halt so ein bisschen nicht so geil aus, fand ich, wie er den voll spannend. Ja, ah, okay, neues Tor beim anderen Spiel. Das ist ein Pimmelding. Ja. 1-1 fällt. Markus' Kommentar zum Tor ist, was war das für ein Pimmelding? Gucken wir uns mal an, ob das ein Pimmelding war. Hä? Oh, da gibt's einen Elfmeter! Es überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt einen Elfmeter. Wir müssen natürlich drüber gehen zu Flo gegen Lars-Erik Pausen. Können wir nochmal schauen, das Foul, ganz klar. Was ist das denn? Jetzt gibt's Elfmeter. Die Frage ist nur, hat nicht Florian vorhin sogar noch gemeint, er wollte sich noch die Standards reinziehen und weiß nicht ganz genau, wie man Elfmeter schießt. Ja, aber Lars muss ja nur halten. Ein kleiner Tipp wäre natürlich, den Controller zu verstecken. Das geht das nicht? Er kriegt ihn jetzt nicht rein, wenn. Wie, das weiß man ja vorher schon. Doch, das kannst du schon verstecken. Fuck. Ach so, das sollte man natürlich ausschalten. So, das 2-1 ist gefallen für den FC Bayern. Wenn ich noch Ball ist, den vorletzten Song hören wir auch nochmal. Das Lied hat Christian Zeitz beim THW immer, wenn er ein Tor macht. Gut, also die, wie gesagt, die Ereignisse haben sich gerade überschlagen, um das aber nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen. Es spielt sich schon recht flüssig. Also ich als Pro-Evo-Fan würde auch sagen, das ist schon ganz gut, das neue FIFA. Vor allem, wenn man auf klassische Verteidigung umstellt. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Die ersten Spiele, die ich gespielt habe online, und mich so, ich habe wirklich jetzt 5 oder 6 Spiele nur wirklich zur Vorbereitung irgendwie, also wirklich gestern Abend einfach mal ein paar gespielt, damit ich nicht hässlich komplett so dastehe, ohne irgendwas zu wissen. Und bei mir in erster Linie ist da die Verteidigung immer, meiner Meinung nach, entscheidet die Spiele. Ja. Aber Pro Evo ist doch jetzt dieses Jahr wieder rangekommen, oder? Ja, also dieses Jahr ist eine ganz starke Version. Ja nichts, nee, letztes Jahr war auch eine gute Version. Vorletztes Jahr und vorletztes Jahr. Die waren eher schwächer. Okay. Da wurden Änderungen gemacht, die einfach auch von der Community, von der Pro Evo-Community einfach auch nicht wirklich verstanden und akzeptiert worden sind. Mhm. Aber Konami ist da manchmal so ein bisschen, ich sag mal, sonderlich. Ist wieder ein Elfmeter, ja? Na sicher. Und FIFA hat sich eigentlich stetig weiterentwickelt, das muss man auch anerkennen. Der Sprung auf die PS3.
Mit Ronaldo auf dem Cover? Das war nix. Naja, das war das, genau, da war, als es dann anfing, 2000 zu heißen. So. Ja, ich glaube, das da haben die haben so eine. Haben sich verloren. Konami hat irgendwie so ein komisches Ding, dass die gerne mal Sachen ändern, über die sich noch keiner beschwert hat bei den Vorgängerversionen. Mhm. Also die eigentlich gut, Never Change a Running System, das ändern die gerne mal aus irgendwelchen Gründen. Das macht FIFA, muss ich auch sagen, besser und anders. FIFA hat sich eigentlich immer nur gesteigert. Also die haben ja auch viele Sachen von, meiner Meinung nach, Pro Evo, ich würde jetzt nicht sagen geklaut, sondern übernommen. Ne? Gut, aber ich will jetzt auch keinen Vortrag hier halten. Wir sollten mehr auf die Spiele achten. Also, es steht 2:1 für Bayern, a.k.a. Florian, gerade bei dem Spiel auf dem Platz 1 und Platz 2. Es steht es 1:1. Da schalten wir, glaube ich, am besten hin, weil da ist natürlich jetzt gerade ein bisschen mehr Hitze drin. Da ist die Hitze. Auch die Gesichter sprechen Bände, würde ich sagen. Gunnar und Marco sind da am Limit, würde ich sagen. Boah, Alter Schwede, das ist aber ganz schön. Da ist viel Hitze drin. Oh, Robben, Junge! Gar nichts, bleibt euch da. Bleibt euch da. Wir bleiben bei Chelsea, das ist natürlich auch so ein bisschen... Ja, was denkst du, Timo? Ich finde es ja immer schwierig, wenn man als erstes ein Tor erzielt, das 1-0, jetzt Marco in dem Fall, und dann selber eins kassiert und dann sofort sagt, was für ein Pimmeltor. Das ist schwierig, finde ich immer. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Ich habe das Spiel jetzt nicht, das Tor nicht gesehen. Weil man, dann ist man automatisch so gleichzeitig der schlechte Verlierer und der schlechte Gewinner. Es ist ja nur der Ausgleich. Ach komm mal! Das ist natürlich völlig recht. Aber ich glaube, er hat das Tor vorgelegt selber. Ja. Also, und dann ist natürlich ein sogenanntes Kacktor auch. Ja, ein klassisches Kacktor. Schade. Es ist übrigens sehr selten in der Geschichte von FIFA und Pro Evo, von allen, glaube ich, Fußballspielen, die es gibt, sehr selten, dass jemand wirklich zugibt, dass er einen Kacktor gemacht hat. Es ist immer sehr verbunden mit, ja, gut, aber du hast ja vorhin auch irgendwie so eine Scheißaktion gemacht. Da ist natürlich das 2-1. Das hat sich der Marco mit diesem Angriff verdient, muss man ganz klar sagen. Das war schön rausgespielt, schön auf die Flanke gespielt, einen kleinen Chip-In-Flanke rein. Dann natürlich wundervoll vollendet hier, von... Aber er spielt immer über den Willian, ne? Wer ist es denn? Den Kanada. Das ist doch hier Benteke. Nee, Benteke spielt da natürlich bei Liverpool. Kante, genau. Oh, Kante natürlich, wie schlecht war denn der Pass, du? Hat der Kante nicht auch in der Bundesliga mal gespielt? Mann, kommst du aus Dortmund oder was? Das ist, glaube ich, ein anderer Kante. Schimpfworte gerade verkleinern lassen. Aber ja, Timo, du sagst es, natürlich spielt Marco viel mit Willian, aber... Nein! Das Mann, hat die Scheiße in deine Money rein! Das sollte er auch tun, weil er einfach auch ein ganz extrem starker Spieler ist. Er ist super schnell. Ja, da ist Schnelligkeit. Ja, ja. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das finde ich ganz interessant. Es gibt ja bestimmte Spielertypen bei FIFA und bei allen. Also ich sage jetzt einfach, bleib mir einfach bei FIFA. Ich höre jetzt auf mit Bruno. Schnelligkeit war ja letztes Jahr ein großes Thema. Ja, aber es gibt immer so Spielertypen. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, gegen den ich seit Jahren einfach super gerne und sehr intensiv und super ehrgeizig eins gegen eins zu spielen. Und es gleicht sich, glaube ich, wir haben, glaube ich, bestimmt 400 Spiele gegeneinander oder so. Ich glaube, jeder hat so einen, den er immer spielt, ja, und aber sehr ehrgeizig ist. Ja. 400 Spiele und im Endeffekt steht es vielleicht 200 zu 200. Also irgendwie so. Und er spielt aber komplett anders. Also er spielt gerne eben mit den langsamen, behäbigen Stürmern. Jetzt muss doch mal also wieder Diego Costa die Kasse klingeln. Keine Ahnung, Fernando Torres, der auch langsamer geworden ist und so. Aber der macht sehr viele Tore. Und ich spiele immer gerne mit den schnellen Spielern, die vielleicht aber Schwächen haben mit der Schussstärke oder mit dem... Also machst du ja das Doppelpass. Ich mache eher so Doppelpass. Genau. Und versuche irgendwie so den Pass in die Spitze zu finden, wo dann ein schneller Spieler quasi die Geschwindigkeit aufnehmen kann und dann 1-1. Aber andere Spieler spielen ja mit Flanken und da ist natürlich so, und Diego Costa und Kanté natürlich geil. Da hast du Alter, so ich kenne Spieler nicht mehr wechseln. Absolut. Oh fuck, finde ich aber einfach interessant, wie jeder da anders rangeht. So. Ja, aber letztes Jahr bei FIFA war das ja so, da brauchst du ja eigentlich nur einen schnellen Stürmer. Und da kannst du ja in jede Richtung einfach stürmen. Das hätte wir ja böse in die Hose gehen können. Und vor allem online war das so, dass du halt mit jedem... auch Mannschaften hattest, die irgendwie 99... Oh jetzt Gott! Jetzt kurz. Oh. Nein! Da kann man natürlich sagen, dass der Florian Dane hätte eventuell machen können. Wie, was? Wir können doch mal gerne aufs andere Spiel gehen, weil das auch sehr interessant ist. Ja. Es steht bei beiden Spielen 2:1. Es ist irgendwie, hat man das Gefühl, Moment, es liegt Würze in der Luft. Im Moment ein bisschen Hitze in der Luft. Weiter als Zweiter? Ja, genau. Stand jetzt Gunnar weiter. Das sind natürlich genau die Sachen, die ich natürlich nicht weiß, weil ich in Mathe einfach eine absolute Null bin und sowas immer nicht merken kann. Aber es ist wirklich so, also Gunnar ist jetzt mit dem einen Tor sozusagen... ich denke, ja, wir machen das so. Ja, ja, ich habe 3:1 verloren, wenn er jetzt... Es steht 2:1. Das weiß er auch, wie man an seinem Gesicht auch so ein bisschen sehen kann. Aber er hält sich gut und macht jetzt... Nein! Yes! Die Frage ist, wir verfolgen das Spiel jetzt, glaube ich, nicht so doll wie das andere. Ist es denn so, dass sieht das so aus, als ob sich Gunnar hinten reinstellt? Nee. Eigentlich nicht, ne? Er hat ja relativ viele Offensivaktionen gehabt in den letzten paar Aktionen. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Jetzt kommt natürlich Marco, der weiß, was er tut.
So ist es natürlich. Kann natürlich jetzt auf außen schieben. Ja, kann durchstecken. Jetzt hat er schön gesehen. Jetzt muss er eigentlich nur in die Mitte und das ist natürlich ein bisschen. Oh, macht er nicht. Und da lupft er den. Da ist er noch auf L1 oder was? Da lupft er den auch drüber. Kleine Kritik. Das war nicht mal gewollt. Ja, kleine Kritik meinerseits. Also natürlich hat er den Pass außen sehr schön gesehen, den Durchstecker. Aber ich glaube, jeder einigermaßen gute Spieler hat diese Möglichkeit gesehen, den rauszupassen. Das war schön gemacht. Dann aber natürlich eine Flanke zu machen in einen Strafraum, der voll mit Leuten ist, finde ich ja immer. Also wenn ich das jetzt kassiert hätte, wenn ich Gunnar wäre, hätte ich gesagt, lame. Muss er? Hat er. Weißt du, wenn man einfach, das ist so dieses einfach reinflanken. Das mag ich persönlich gar nicht, weil natürlich. Stoppst du dann ab? Ja, ich versuche dann tatsächlich. Nein! Wo ist das denn? Was für eine Wettparade war das denn? Die hat, also das kann man die wiederholen natürlich. Oh mein Gott, mach mal wieder noch Jungs zu sehen, aber ich glaube, die Jungs sind zu heiß gerade. Ich will aber doch nicht. Lass sie doch jetzt ausgehen. Da wird natürlich gar nicht erst der Gegner gefragt. Ich glaube, diese Parade habe ich noch nie gesehen. Aber diese Wiederholung sollten wir uns noch mal kurz reinziehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Also noch mal, wie war der? Drück mal. Dreieck. Fürs Play. Da müssen wir, aber das Ding ist ja okay, ihr seid eh schneller dran als die anderen, die später angefangen haben. Von daher haben wir die Zeit. Also, wie sieht das aus? Nee, gut, das war spannend. Ja, das kommt jetzt. So, wir müssen nach vorne spulen, glaube ich, oder? Ja, du bist vor allem auf irgendeinem Spieler gerade drauf, der einfach verfolgt wird. Und jetzt hier kommt er, war, guck dir diese Parade eine an. Eine unfassbare Parade. Oi, oi, oi. Ich bitte dich, da macht er alles richtig. Mach doch mal langsam. Also das ist wirklich eine Weltklasse-Parade, da kann man. Soll man weiterspielen oder willst du noch ein paar Mal? Da kann man als sich wirklich nicht beschweren. Also da hat er. Was? Was ist das gewesen, Alter? Ja, ich hatte den Ball in deiner 16er noch. Ist aber, glaube ich, Abschluss. Nee. Ja, unverschämt. Fairplay. So, es scheint auch hier die Taktik des kurzen Postens. Wie ist bei euch eigentlich die Gruppierung da? Du bist durch quasi, ne? Ich bin, glaube ich, jetzt durch, ne? Ich habe zweimal gewonnen, 1-0 jeweils. Die müssen jetzt, die spielen sich unter sich aus. Also ich bin auf jeden Fall durch. Ich bin auch gerade selber, ich weiß noch nicht, gegen wen dann gespielt wird. Ja, gegen den zweiten wahrscheinlich der anderen Mannschaft. Ja. Gruppe. Ich lauf dir genau rein, ey. So, und ist da ein Tor gefallen? Fuck. Okay, das heißt, noch zwei schalten, das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir gesehen, das 2:2 für die Gunnimaus ist tatsächlich gefallen. Unfassbare Sachen ereignen sich da auf dem anderen Pitch. Natürlich auch international. Lukaku hat das grandios gemacht mit dem linken Fuß. Schön mit dem Innenriss ins lange Eck. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Zweimal Lukaku sehen wir gerade. Also die Taktik scheint klar zu sein von Gunnar. Ein Weltklasse-Stürmer zu haben, der natürlich auch weiß, wie man abschließt. Jetzt schauen wir mal nach. Was macht Marco? Kann er reagieren? Wird er reagieren? Hat er eine Lösung dagegen? Gegenzug? Man könnte sich jetzt natürlich auch fragen, ist wirklich, hat Marco überhaupt den Schalk im Nacken? Muss er den überhaupt haben? Ich meine, Marco hat natürlich nicht, ne? Jetzt schon, ja, ist natürlich auch schon weiter. Kann jetzt ausruhen. Aber es geht natürlich auch hier viel um Ehre. So, auf dem anderen Platz ist natürlich jetzt das 3-1 gefallen. Man kann das vielleicht sagen, das unvermeidliche 3-1. Der eine oder andere könnte vielleicht meinen, das wäre verdient. Ich glaube, das ist richtig, das kann man aber sagen. Hässlich ist das Tor trotzdem. Ja. Da kann man sich nicht freuen. Elfmeter und so ein Scheiß. Der freut sich natürlich, weil er hat den Swag aufgedreht. Das ist richtig. Elfmeter habe ich auch schon vergessen. Lewandowski zweimal zugeschlagen. Ja, das Ding ist, glaube ich, gelaufen. Wie man vielleicht auch in Lars Gesicht jetzt in diesem Moment gerade aussehen kann. Wir gehen wieder an die Stamford Bridge. Ja, genau. Wir gehen an die Stamford Bridge. Da ist jetzt natürlich, da müssen wir jetzt bleiben. Haben Sie bitte ein bisschen Nachsicht mit uns, liebe Zuschauer. Wir müssen jetzt einfach entscheiden, was wichtiger ist. Und wir entscheiden, was ist jetzt wichtiger an der Stamford Bridge. Da ist natürlich jetzt Feuer drin. Da muss man ganz klar sagen. Ah, wie dumm. Das hat jetzt auch nichts, Timo, das hat jetzt auch nichts mehr mit, wer kommt weiter, wer spielt gegen wen, das ist Ehrgeiz. Geht da, um die Ehre, da wollen die beide gewinnen. Das ist eine beide. Ehrensache. Aber er verliebt sich jetzt ja gerade so ein bisschen in diesen Dribbel-Aktion. Das ist für nicht. Beide auch im Kopf. Das sehe ich nicht gerne. Das hat er gegen mich nicht gemacht. Das sieht man auch an den Gesichtern, Gunnar und Marco, die sind da einfach, die wissen genau, in den nächsten 3-4 Wochen wird das auf dem Flur zu hören sein, wer hat da gewonnen in dem großen, Battle. Und das ist natürlich wichtig, wer jetzt hier gewinnt. So. Da ist natürlich Lukaku, wieder die Geheime. Macht der Hattrick? Kann natürlich jetzt nochmal vorbereiten. Oh, was? Absturz. Hat er sich fast fallen lassen. Absturz. Hab ich eine Ecke gesehen, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja, ich nicht. Boah, muss natürlich unparteiisch bleiben, aber ich bin für Gunnar. So, das ist natürlich ein ganz schwacher Pass von Gunnar, das weiß er selber. Aber kann es Piss Marco nutzen? Ich habe da einen Foul gesehen. Ich habe da einen Foul gesehen. Ich würde sagen, die Frage ist ja, warum wieder da ins Dribbling? Warum wieder da ins Dribbling? Er hat mehrere Spieler offen.
So, jetzt gehen wir natürlich auf die Außen. William wird wieder eingesetzt von Marco, das wissen wir. Das ist seine altbewährte Taktik, den schnellen Rechtsaußen einzusetzen. Auf jeden Fall durch, 90. Minute. So, und da lässt er ihn durch. Oh, das könnte natürlich... Oh, da ist es, glaube ich. Gut, jetzt haben wir auch gehört, wie Marco reagiert, wenn er... Na gut. Gut, das war's. Zwei wir schalten noch für die letzten paar Sekunden rüber. Schalten wir überhaupt noch rüber nach München in die Allianz Arena oder ist das Ding auch schon gegessen? Ich glaube, Florian will das noch schön zu Ende spielen. Warum läuft er nicht mit? Spielen. Und das war's. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Mann. Ja, das ist echt mega. So, das war's. Wir haben jetzt mal die Statistiken. Schöne Spiele gesehen, spannende Spiele. Das ist richtig scheiße. Wir haben die gespielt, 3-1. Wie hast du das denn gedacht? Ja, weil ich dich mal 5-0 besiegt habe. Nee, nie. Du hast 5-0 verloren. Ist man hier automatisch in der Moderatorposition, wenn man hier sitzt? Das ist sozusagen wie der Bademeisterstuhl. Ja. Du musst in die Werbung gehen, ne? Ja. So, liebe Zuschauer, ist die hier meine oder die? Ja, der war richtig. Fels, ne? Ja. Hallo Leute. So, das waren sehr aufregende Spiele. Ich habe zweimal gewonnen, alles andere ist eigentlich unwichtig. Und jetzt geht's nach der Werbung in die Halbfinals und dann wird's richtig spannend, da geht's nämlich richtig zur Sache und deswegen bleibt dran oder schaut euch irgendwas anderes an, keine Ahnung und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, tschüss.